Der chinesische Spionageballon. Ist das viel Lärm um nichts oder spitzt sich da gerade eine Krise gefährlich zu? Und ist China in der ganzen Geschichte der einzige Böse? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es sind herrliche Zeiten gerade für Ufologen und für alle UFO-Gläubigen und UFO-Fans. Bis jetzt hat man ja immer nur gesagt, UFOs, sowas gibt's doch gar nicht. Aber kaum schaut die amerikanische Luftwaffe mal ein bisschen genauer hin, schon stellt sie fest, der Himmel ist voll von unidentifizierten Flugobjekten. Vier davon haben sie in den letzten Tagen dann auch abgeschossen, wobei sie bei drei immer noch keinen Schimmer haben, was das eigentlich gewesen sein soll. Oder aber sie sagen noch nichts. Und dabei stellt sich natürlich auch die Frage, ob es eigentlich wirklich so klug ist, wenn man Flugobjekte, von denen man weder weiß, was sie sind noch woher sie kommen, gleich abschießt. Weil am Ende könnten dann ja die, denen die gehören, zurückkommen mit größeren Flugobjekten. Und was dann passiert, das hat uns Hollywood ja schon oft gezeigt. Hier ist zum Beispiel eine Szene aus dem Film Independence Day 2 von Roland Emmerich. Eins steht aber fest, das erste große Flugobjekt, der Ballon, der war definitiv aus China. Und es geht ja eigentlich nur noch darum, war es jetzt ein Wetterballon, der vom Weg abgekommen ist, so wie China das behauptet, oder war es eben ein Spionageballon, so wie das die USA behaupten. Und letzteres ist natürlich ein bisschen wahrscheinlicher. Jedenfalls, er ist abgeschossen worden, auch beide Seiten sind jetzt fuchsteufelswild. Und es wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn das Verhältnis zwischen den USA und China nicht sowieso schon schlecht wäre. Aber jetzt ist es natürlich auf einem neuen Tiefpunkt. Und auch ein Besuch vom US-Außenminister Antony Blinken in Peking, der ja geplant war, der das Ganze vielleicht auch ein bisschen hätte entspannen können, der ist jetzt auch abgesagt worden. Warum kommt China kurz vor so einem Treffen überhaupt mit so einem riesen Ballon um die Ecke, der ja mit bloßem Auge sichtbar gewesen sein soll, mehr oder weniger? Und viele haben ihn ja auch gesehen und erstmal gedacht, das ist jetzt sicher wieder irgendwas von Elon Musk. Das Ganze wirkt schon ein bisschen plump, aber anscheinend gab es solche Ballons ja auch schon in der Zeit von Donald Trump. Man hat sie nur damals nicht erkannt oder hat nichts gesagt, sodass sich die Chinesen wahrscheinlich gedacht haben, naja, das spielt jetzt keine große Rolle, den können wir schon ohne Probleme hier mal rüberfliegen lassen. Und jetzt hat man ihn aber erkannt und plötzlich wissen die USA auch ganz überraschenderweise von einer riesigen Ballonflotte, die China angeblich hat und mit denen sie auch über 40 Länder ausspionieren. Das ist alles nicht schön, aber stellen wir es auch mal ins Verhältnis. Die USA haben nach unabhängigen Untersuchungen mindestens 49 reine Spionagesatelliten, die um die Welt kreisen, rund um die Uhr. Sie haben insgesamt zwischen 340 und 480 Militärsatelliten. Und es ist außerdem ja schon lang bekannt, dass die USA seit vielen, vielen Jahren Freund und Feind aushorchen in einem unglaublichen Umfang. Zum Beispiel über das Abhörsystem Echelon, was jetzt auch nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker festgestellt haben, sondern unter anderem auch ein EU-Parlamentsuntersuchungsausschuss im Jahr 2001. Und inzwischen gibt es noch größere Nachfolgesysteme, PRISM und so weiter. Das Ganze gipfelnd, Sie erinnern sich wahrscheinlich dran, als 2013 rausgekommen ist, dass die NSA das Mobiltelefon von Angela Merkel abgehört hat, unter Barack Obama, der ja so netter war damals. Und der frühere NSA-Chef Michael Hayden, der hat das indirekt ja auch dann bestätigt. Gleichzeitig ist rausgekommen über Edward Snowden, dass die NSA in China in einem riesigen Umfang Ministerien ausspioniert hat und Banken und Unternehmen und ganz besonders Huawei.
die jetzt ja immer die Bösen sind. Das war die Operation Shot Giant und da haben sie sogar versucht, dass sie in die Huawei-Netze so tief reinkommen, dass sie in anderen Ländern dann an die Huawei-Ausrüstung verkauft, dann auch die Netzwerke abhören können. Das hat anscheinend aber nicht wirklich geklappt, weil sonst würden sie jetzt ja nicht verhindern wollen, dass Huawei seine Netzwerktechnik verkauft in anderen Ländern, sondern sie würden das ja noch fördern. China hat sich darüber immer wieder beklagt. Hier ein Reuters-Bericht drüber aus dem Jahr 2014. Es hat da immer wieder Aufklärung auch verlangt, aber es hat sie natürlich nie bekommen. Und dann haben die USA natürlich auch eine Flotte an Aufklärungsflugzeugen, mit denen sie dann ständig von Japan aus und von den Philippinen aus die chinesische Küste abfliegen und in das Land reinhören. Nur allein letztes Jahr angeblich über 600 solche Flüge, wogegen China aber wenig machen kann, wenn die Flugzeuge nicht in den eigenen Luftraum eindringen. China hat schon ein paar Mal gesagt, die USA würden genau das tun. Die USA haben das dann aber wiederum dementiert. Auf der anderen Seite provoziert natürlich auch China inzwischen in der chinesischen, südchinesischen See vor allem unentwegt. Und auch China hat natürlich immer mehr Spionagesatelliten und es gibt auch unzählige Berichte über Hackeraktivitäten und Spionageversuche von China in den USA. Sodass wir davon ausgehen müssen, die schenken sich inzwischen wahrscheinlich beide nichts, die sind auch inzwischen beide wahrscheinlich relativ skrupellos, was Spionage betrifft. Es gibt nur nie jemand zu, außer dann Jahrzehnte später ja immer in so Heldengeschichten und Dokus, wie ich den Kalten Krieg gewann und solche Dinge. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es so ist, dann ist diese Ballongeschichte jetzt natürlich, vielleicht mal davon abgesehen, dass er natürlich wirklich im amerikanischen Luftraum war, aber es wirkt doch eigentlich ziemlich harmlos und die ganze Aufregung darüber ist tatsächlich auch ein bisschen aufgebauscht. Der Schaden war wahrscheinlich überschaubar, das ist auch jedem klar. Aber jetzt liegt das Thema natürlich auf dem Tisch und das Geschrei ist riesengroß. Und das ist die eigentliche Gefahr, dass sich durch diesen lächerlichen Ballon eigentlich, dass sich dadurch der Konflikt zwischen China und den USA, der sowieso schon immer schlimmer geworden ist die letzten Jahre, dass sich das jetzt noch mehr verschärft einfach. Das ist der Hang Seng China Enterprises Index in Hongkong notierte China-Aktien. Der Chart ist von Trading View die letzten 6 Monate. Wir sehen da noch den letzten Ausläufer von dem starken Kursrückgang, den es ja gab seit Anfang 2021. Dann die deutliche Erholung durch die Covid-Lockerungen seit November und Anfang Februar ist die dann aber erstmal vorbei. Und am 3. Februar wird der Ballon bekannt in den Medien und am 6. wird er auch schon abgeschossen. 2 Rücksetzer jeweils und die Erholung ist jetzt auch angeschlagen. Das Gute ist, es war bis jetzt kein brutaler Kursrücksetzer oder sowas. Die Anleger haben zwar Gewinne mitgenommen jetzt, aber es ist keine Panik ausgebrochen. Aber was man eben auch feststellen kann, die chinesischen Aktien, die waren ja die letzten 3 Monate klare Outperformer, aber seit Anfang Februar sind sie eben wieder klare Underperformer. Und die Covid-Euphorie und diese Öffnungseuphorie, die ist jetzt erstmal mit einem Schlag schon auch weg. Kann das jetzt die Erholungsrallye in China abwürgen? Noch sieht es ja ganz gut aus, wie gesagt, und es ist ja auch möglich, dass über den Ballon in 2 Monaten gar keiner mehr redet. Was positiv wäre natürlich. Aber bedenken wir auch, dass die Biden-Regierung China ja definiert hat als den einzigen globalen Konkurrenten, der sowohl den Willen hat, die internationale Ordnung umzuwerfen, als auch die Mittel und der ja angeblich zur führenden Macht in der Welt aufsteigen will, steht so in der nationalen Sicherheitsstrategie der Regierung von Oktober. Und bedenken wir außerdem, was ja vorher schon alles passiert ist. Die USA haben ihre Halbleitersanktionen gegen China nochmal verschärft. Sie versuchen jetzt also den technologischen Aufstieg von China wirklich abzuwürgen. Und sie versuchen über den Inflation Reduction Act China jetzt auch aus Lieferketten rauszudrücken.
Und Huawei, da haben wir sie wieder, das große Sicherheitsrisiko, die sollen jetzt ja anscheinend überhaupt keine US-Technologie mehr kriegen. Also die will man jetzt wirklich um jeden Preis zerstören, warum auch immer. Und was man auch nicht vergessen darf, beim Durchschnittsamerikaner, da ist China ja inzwischen sowieso auch ein rotes Tuch. Das ist Konsens in der Bevölkerung. Und das heißt, mit Härte gegenüber China, da kann man Punkte machen beim Wähler. Und die Republikaner, die werfen ja auch Joe Biden sowieso schon vor, dass er gegenüber China auch viel zu lasch ist. Und wie will er denn Taiwan verteidigen, so mehr oder weniger, wenn er nicht mal mit dem Ballon fertig wird und solche Dinge? Kevin Cramer, der hat rumposaunt, als die Flugobjekte gekommen sind. Das ist eine Invasion. Und der Mann ist immerhin Senator und jetzt nicht irgendein Kongress-Hinterbänkler. Das ist so der Tonfall gerade in den USA und darum macht die Regierung jetzt natürlich auch einen riesen Fass auf um den Ballon. Und darum glaube ich, muss man als Anleger jetzt schon damit rechnen, dass da die nächsten Monate noch ein bisschen mehr kommt. Und China, das hat die ganzen Sanktionen und die ganzen Handelsbeschränkungen bis jetzt übrigens mehr oder weniger so hingenommen. Es hat noch nicht mit Gegenreaktionen, Sanktionen reagiert wirklich, dass man jetzt zum Beispiel den Export von seltenen Erden beschränken würde oder sowas. Das ist jetzt aber auch nicht völlig undenkbar. Bis jetzt hat China aber ruhig gehalten, es hat nur diesen Ballon geschickt, was aber natürlich auch nicht besonders schlau war. Mit anderen Worten, der chinesische Aktienmarkt, der ist schon nach wie vor spannend und das wirtschaftliche Erholungsszenario da, meiner Meinung nach, ist es auch bei vielen Einzelaktien noch nicht voll eingepreist. Da ist noch Luft nach oben. Aber ich sehe China wegen der politischen Lage und auch wegen dem Deglobalisierungsdruck und das, was wir gerade haben, nach wie vor schon eher als spekulativen Aktienmarkt auch. Jetzt wären die Märkte aber natürlich nicht die Märkte, wenn sie nicht schon lang nach Möglichkeiten auch suchen würden, wie man von diesem Auseinanderdriften der großen Blöcke auch irgendwie profitieren könnte oder wer davon profitieren könnte. Und da gibt es auch einige Kandidaten. Ich habe hier neulich ein Video zu Vietnam gemacht, zum Beispiel. Das ist eine spannende Börse, aber jetzt nicht ganz leicht zugänglich. Und es gibt aber auch andere Länder natürlich, in die Produktion jetzt abwandern kann. Viele davon in Südostasien. Aber was da auch ganz hoch gehandelt wird, das ist Mexiko. Niedrigere Durchschnittslöhne inzwischen als in China, aber gleichzeitig sind sie zusammen mit den USA in der gleichen Freihandelszone, sodass die US-Firmen jetzt wahrscheinlich noch mehr Produktion nach Mexiko auslagern werden. Und darum hat sich der mexikanische Aktienmarkt auch heimlich still und leise wieder hochgearbeitet. Das ist der Xtrackers ETF auf den MSCI Mexiko Index und der ist in Euro jetzt sogar schon wieder auf einem neuen Allzeithoch. Ein sehr interessanter, wenig bekannter Aktienmarkt und darum kriegen Sie von uns nächste Woche auch einen Zukunftsmärkte-Report. Allgemein zu Mexiko, zur Börse Mexiko und wir stellen aber auch ein paar Einzelaktien vor. Damit haben Sie dann auch eine ganz gute Einführung für diesen Markt. Und die Reports von uns sind gratis und Sie können sie bekommen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. 99 Luftballons, davon hat Nena mal gesungen und wie dann die Kampfflugzeuge aufsteigen und die dann abschießen und danach die Welt in Schutt und Asche verwandeln. Die große apokalyptische Vision der 80er Jahre. Und Jahrzehnte später in der Covid-Krise, da hat man dann bei Nena gesehen, dass Kitsch und Wahnsinn auch manchmal nahe beieinander liegen. Aber hoffen wir trotzdem, dass diese Ballonaffäre jetzt eben nicht noch mehr eskaliert und dass sich der Konflikt zwischen den Supermächten jetzt nicht noch mehr verschärft. Und wenn Sie jetzt aber sagen, vielleicht steckt ja hinter dem Ballon doch irgendwas anderes noch dahinter. Die beste Erklärung, die ich gefunden habe, die ist von dem Cartoonisten Martin Erl. Das Ganze war nämlich eigentlich ein chinesischer Wahlbeobachtungsballon und er hätte eigentlich auch nach Berlin weiterfliegen sollen, um da zu schauen, ob die Wahl korrekt abläuft.
Und da muss man sagen, ja, es gibt einfach Regionen auf der Welt, die im Chaos versinken, die von der Welt auch vergessen worden sind und dies eben aus eigener Kraft auch nicht mehr schaffen. Und darum ist es sehr zu begrüßen, dass es eine Großmacht gibt, die sich um sowas auch wieder mal kümmert. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Alles Gute Ihnen. Denken Sie daran, dass Sie sich noch eintragen für unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report nächste Woche zum Aktienmarkt in Mexiko auf www.zukunfts-märkte.de. Dankeschön Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.